Ob ich mich so als Offizier ausgeben kann? Warte mal, lass das mal probieren. Ich glaube zwar fast nicht, aber es wäre witzig. Ah, schaut mal. Da habe ich mich auch letztens gefragt, ob das tatsächlich geht. Ich kann meine Tesla-Rüstung mit Hilfe der anderen Power-Rüstungen reparieren, weil mir jemand gesagt hat, dass das angeblich nicht gehen würde, dass man die Tesla-Rüstung sehr schwer reparieren kann, weil man so selten Tesla-Rüstungen zum Reparieren findet. Aber ich kann ja einfach die normale andere Enklaven-Rüstung dazu benutzen. Sehr gut. Dann wissen wir das auch schon mal. Dann kann ich das so schön reparieren. So. Ich weiß nicht, ob... Achtung, Raven Rock-Personal. Hier spricht der Präsident. Ich habe unseren Gast aus Route 101 in mein Büro gebeten. Lassen Sie ihn bitte ungehindert passieren. Ich danke für Ihre Kooperation. Ah, siehst du mal, jetzt hat er das gesagt. Ich danke Ihnen für Ihre Kooperation. Ich glaube, ich ziehe trotzdem erstmal noch das Offiziersding an. Kann ich einfach alle Zellen hier öffnen? La 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 la, ich darf das, ich bin Gast. Die haben sonst niemanden in ihren Zellen, wahrscheinlich töten sie einfach alle. Boah, sieht aber so besonders aus, geil. Endlich mal habe ich das Gefühl, jemand Wichtiges zu sein. Hallo. Hallo. Jetzt auf einmal sind wir alle Best Friends. Wo ist denn dieser Nathan? Ich würde den gerne nochmal ansprechen. Der gerade eben so... Komme ich hierher in dem Blutraum? Nö. Nee. Der gerade eben so zusammengekauert aus dem einen Raum rausgerannt ist. Wo bist du hin? Nathan! Jason! Nö, der ist wieder weggerannt. Okay, dann nehme ich das hier kurz an mich, um mich zu reparieren. Die Tesla-Rüstung wird immer besser. Yeah! Oh, ist ein Genuss. Das repariert richtig, richtig viel. Auf was schießt ihr wieder? Schießt ihr wieder auf den einen Typen? Oh, Jesus, Maria. Los, los, los! Ach, hast du die Kakerlake angegriffen? Ach, das sind hier so Laserstrahlennetze wahrscheinlich. Und wenn du durchgehst, dann wird ein Flammenwerfer aktiviert. Gut zu wissen. So die Röstungsstation im Keller. Gut. Aber ich glaube... Oh, Jesus, was ist das da hinten? Ich glaube, wir sollten einfach erstmal weitergehen. Wieder irgend so ein Supermutanten-Experiment, ne? Ja. Könnt ihr mal aufhören mit der Kacke hier, Mann? Das sind auch Lebewesen. Zumindest der eine, mit dem ich gesprochen habe. Nicht immer, aber meistens. Oder manchmal. Hallo. Wissenschaftler, ihr seht auch schon so unsympathisch aus. Guck mal, Ghule, alles Mögliche haben wir hier im Test. Huch, ist das der Lagerraum oder so? Öffnen, locker. Ein Spind, der nicht spinnt, sondern locker heißt. Footlocker. Ja, guck mal hier, Powerfaust. Gut zu wissen, jetzt erst hat Red Eggs abgeklungen. Das heißt, ich habe ein paar Mal umsonst das Zeug gefressen. Aber macht hier nichts. Weißt du was? Doppelt, dreifach, vierfach hält besser. Hält besser. Muss ich eigentlich oben rumlaufen? Achtung! Oh, Jesus. Hier spricht Colonel Orton. Hiermit wird der Befehl erteilt. Oh oh. Den Befehl des Präsidenten zu ignorieren. Ja, ich hab's schon geahnt. Hallo, ich hab ein... Okay, Offizierskleidung bringt nichts. Hallo, ich habe Offizierskleidung. Peng. Au. Alles klar. Oh, jetzt ist Maria. Zoom rein. Oh Gott, nein. Pack die Waffe aus. Töt ihn. In den Kopf, komm. Da, du hast eine Kettensäge? Okay. Trennmesser, tatsächlich. Er hat eine Handkettensäge gehabt. Interessant. Was man so alles nicht findet bei den ganzen Drecksäcken. So, Zeit für ein bisschen Gesundheit. Oh. Nein. Alles ist im Weg. Wo ist der Sack? Wo rennst du hin? Komm schon. Du bist fast tot. Was? Au. Was? Au. Ein Strich noch. Alter, dreckige Stricher, Mann.
Hört auf, von mir wegzurennen! Ihr Säcke! Irgendwann kriege ich euch doch alle! Jau! Mit Schmackes! Ja! Ja, das dampft! Jetzt bis die Rübe dampft! Wo rennst du wieder rein? Goddammit! In den Putz reingeschossen. Ich will doch nur ein bisschen mein Zeug reparieren. Ist das schon zu viel verlangt? Allem Anschein nach, ja! Also aber echt ein Genuss, wie ich... Guck mal hier, Tesla-Rüstung schon fast bis aufs Maximum repariert. Ich glaube, viel mehr wird da jetzt auch nicht gehen, bis ich mein Reparaturskill verbessert habe. Guck mal, Plasma-Minen. Die sind bestimmt besser als die normalen Minen. Ich muss sie jetzt nur auch anfangen zu benutzen. Bei den anderen Typen da, bei diesen riesigen Mistviechern, die wir als letztes hatten, da ging das ja ganz gut. Da habe ich ja die Sachen wirklich perfekt. Jo, jetzt ist es auf maximaler Reparaturstufe. Okay. Sehr gut. Da habe ich das alles ausgezeichnet reparieren können sogar. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Irgendwas Offensichtliches? Irgendwie... So viele Energiezellen. Gut. Was ist das da? Ach, so einer von diesen Radiorobotern. Und so ein Gehirnroboter. Guck mal, das ist doch mal was Besonderes, nicht wahr? Noch nie so viel orange-blau leuchten sehen. Das gefällt mir. Ich mag leuchten. Leuchten ist gut. Leonardo geht durch, tötet alle möglichen Enklavenmitglieder und das Einzige, was ihm dazu einfällt, ist... Ew. Na gut, das nicht, aber... Ah ja, leuchten. Leuchten gefällt mir sehr gut. Nee. Oh, Jesus. Ich wollte gerade sagen, die Wissenschaftler will ich eigentlich jetzt nicht töten, solange sie mir nichts tun. Wo bist du? Kuckuck! Ah. Komm her! Ins Gesicht, mein Freund! Wie viel der aushält! Bitte aufhören, sich die Hände vors Gesicht zu halten, das ist nicht sehr nett. Ich will da ja schließlich reinschießen. Wie soll ich das machen? Aber Whisky hat er dabei gehabt. Whisky beruhigt seinen Schuss. Oh yeah! Wo war das nochmal, dass Whisky den Schuss beruhigt hat? Ich kann mich erinnern, das wurde irgendwo so benutzt, aber frag mich nicht wo. So. Noch ein bisschen. Schachtel Zigaretten, darum kümmere ich mich jetzt erstmal nicht. Darum wohl eher. So. Was war das denn hier? Yes. Ich glaube, das ist so eine Todesklaue. Ich bin froh, dass ich den Todeskralle. Ich bin froh, dass ich denen noch nie bisher so wirklich begegnet bin. Und ein Bär. Ist er nicht süß und fein? Nein, ist er nicht. Drecksvieh, Mann! So, wo wollen wir jetzt genau hin? Lass mich kurz gucken. Wir wollen da nach hinten den Gang runter. Alles klar. Dort, wo die anderen Wissenschaftler hingelaufen sind. Ich treibe sie vor mir her wie eine Viehherde. Leonardo, beruhige dich. Du gehörst nicht zu den Drecksäcken. Oh, okay. Aber den darfst du töten. Er hat's verdient. Gib ihm. Gut. Eins. Gut. Was war das? Oh, warte kurz, ich muss nachladen, warte kurz. Nein, das war am Kopf vorbei. Wo rennst du hin? Bleib stehen! Du Sackmann! Oh. Nein, euch will ich nicht verletzen. Wo ist meine Waffe? Was weiß ich? Ach, das ist eine Plasma. Habe ich schon mal eine Plasma-Rifle gefunden? Ich habe Laser-Rifles gefunden, aber Plasma-Rifle glaube ich bisher noch nicht, oder? Oh, shit. Ich meine, mir bringt sie sowieso nichts, aber... Meine erste Plasma-Rifle. Oh, macht deutlich mehr Schaden als die Laser-Rifle. Tatsächlich. Interessant. Nee, also dafür, dass sie so schlecht repariert ist, macht sie deutlich mehr Schaden. Dass wir Pläne, die hier am Schmieden sind. Ich nehme euch alle auseinander. Kontrollraum, das klingt richtig. Oh, Kacke. Feindliches Ziel erfasst? Sicherheit. Der Präsident erwartet Sie. Gehen Sie. Nice. Alter Falter. So ein Viech. So einen hätte ich gerne als Begleiter. Weißt du, mit einer
Laser Gatling Gun. Boah! Schussrate over 9000! Und das auch noch mit Laser. Was geht da ab? Und wer ist der Präsident? Sind wir dem schon mal begegnet? Wer weiß. Werden wir jetzt wohl gleich erfahren. Ist das ein Aufzug? Oh, nein, okay. Mittendrin bleibt Leonardo stehen. Hallo? Bin ich hier richtig? Muss ich einen Knopf drücken? Ah, aber er hat schon mal Blümchen. Ob mich die auf irgendetwas hinweisen sollten, diese... Oh? Von Angesicht zu Angesicht. Oh, what? Endlich. Es ist höchste Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ich bin erfreut, dass Sie es geschafft haben. Ich hätte mir die Reise anders vorgestellt, aber so konnten Sie immerhin zeigen, was Sie können. Warte mal. Der Präsident ist ein Computer? Präsident Eden. Interessant. So, zeigen Sie sich schon, wenn wir uns gegenüberstehen. Verstecken gilt nicht. Es ist eine Freude, Sie zu treffen. Na, das wäre unpassend. Spielen wir mal den Dummen. Zeigen Sie sich! Aber ich verstecke mich doch nicht. Ich bin hier, genau vor Ihnen. Was? Ich verstehe nicht ganz. Ich kann Sie nicht sehen. Sie sehen mich, wie mich nur wenige Auserwählte zu Gesicht bekommen. Was wären die anderen neidisch? Colonel Autumn ist neben Ihnen der einzige andere Mensch, dem der Zutritt zu diesem Raum hier gestattet ist. Die Gründe dafür dürften klar sein. Das erklärt, warum ich bisher nur Ihre Stimme gehört habe. Sehr scharfsinnig. Viele geben sich mit einer beruhigenden Stimme der Autorität zufrieden, ohne die fehlende öffentliche Präsenz in Frage zu stellen. Sie dagegen sind anders als die Masse. Sie sind einzigartig. Und genau deshalb habe ich Sie hierher gebeten. Ich denke, es gibt einiges zu besprechen. Gut, ich höre erstmal. Was kann ich für Sie tun? Klingt ja so, als ob ich ihm sofort in die Hand spielen würde. Nein, nein, ich höre erstmal. Die Hauptstadt unserer Nation steht am Scheideweg. Der Weg, den Sie und ich hier heute einschlagen, wird das Leben aller verändern. Sie müssen in meinem Namen handeln, um die Zukunft unseres Landes zu sichern. Ich werde machen, was ich kann. Ja, was meinen Sie denn genau? Erstmal erklären, bitte. Mein Einfluss auf die Welt ist derzeit begrenzt. Ich allein kann nicht mehr bewirken. Sie dagegen können nach Belieben kommen und gehen. Sie haben also viel mehr Handlungsspielraum. Vielleicht sollte ich besser erklären, warum Veränderungen notwendig sind und weshalb ich wünsche, dass Sie in meinem Namen handeln. Ja, ich bitte darum. Also hier hast du mich jetzt überleben lassen, aber davor wollte die Enklave, die ganzen anderen Leute wollten mich gnadenlos abschlachten. Ich bin gerade nicht so der Fan davon, hier zu helfen. So, sagen Sie, was Sie sagen müssen. Unser Land wird von Mutanten überrannt. Der Krieg fand vor so vielen Jahren statt und dennoch leiden wir weiter an seinen Folgen. Ein Vorankommen ist uns erst möglich, wenn die Menschheit festen Fuß in der Welt gefasst hat. Dazu müssen wir uns der Mutanten entledigen, die uns schon seit langem plagen. Diese Supermutanten, Ghule und abscheulichen Kreaturen. Aber nicht alle Ghule. Ich denke, die Arbeit Ihres Vaters vermag diese Aufgabe besser zu erfüllen als jedes andere Hilfsmittel. Ich habe schon Ghule getroffen, die vollkommen in Ordnung waren. Sie sahen vielleicht anders aus, aber sie wurden auch diskriminiert, aber sie haben es nicht unbedingt verdient. So, die Arbeit meines Vaters, was hat die damit zu tun? Der Aufbereiter, den Ihr Vater zu bauen half, hat die Fähigkeit, das gesamte Ödland der Hauptstadt mit sauberem Wasser zu versorgen. Durch eine einfache Modifikation kann er zur Verbreitung von Wirkstoffen eingesetzt werden und helfen, übers Trinkwasser alle Mutanten zu vernichten. Mit der Zeit könnten wir so alle Mutanten im Ödland eliminieren, während die guten Menschen dieser Welt wieder gesund werden. Erfolg haben wir jedoch nur, wenn Sie diese notwendigen Modifikationen vornehmen. Da bin ich kein Fan davon. Sachen ins Trinkwasser zu mischen ist nie eine gute Idee. Das hat garantiert Nebenwirkungen und geht nicht gut aus. So, hört sich nicht danach an, als ob ich da irgendwie helfen könnte. Ihre Rolle bei dem Ganzen ist wirklich sehr einfach. Vor Ihnen liegt eine Ampulle mit einem modifizierten FEV-Virus, die in die Steuerkonsole des Aufbereiters eingesetzt werden muss.
Haben Sie das getan und den Aktivierungscode eingegeben, wird der Aufbereiter aktiviert und der Prozess läuft automatisch ab. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Das nicht, aber ich will es nicht tun. Ich werde darüber nachdenken und es nicht tun. Ich verstehe, dass es sich hierbei um ein ungewöhnliches Anliegen handelt, das ich nicht vorbringen würde, wäre es nicht von allergrößter Wichtigkeit. Verstehen Sie bitte, dass ich Sie erst gehen lassen kann, wenn Sie die Ampulle an sich genommen haben. Ich kann sie auch an mich nehmen und dann halt nicht einfüllen gehen. So können wir das natürlich auch machen. Sie dürfen kein Präsident sein. Fehler der Wissenschaft, wie Sie müssen sterben. Au! Wirklich? Reden Sie ruhig weiter. Können wir machen. Sie wurden nicht programmiert, ein Ich-Bewusstsein zu haben. Sie sagen es selbst. Sie wurden nie zum Präsidenten gewählt. Sie haben kein Recht zu regieren. Das auch. Ist unsere Nation etwa in der Lage, öffentliche Wahlen abzuhalten? Nö. Ich denke nicht. Trotzdem. Sobald wir uns neu etabliert haben und sich in unserem Land wieder die Zivilisation gefestigt hat, können wir zur Politik der alten Welt zurückkehren. Und das soll ich dir glauben, dass du so ohne weiteres, nachdem du die Veränderungen in die Welt gebracht hast, einfach so den Stock wieder abgeben wirst an öffentliche Wahlen. Das glaubst du doch selbst nicht! Wie können sie wissen, dass sie das Rechte tun? Im Gegensatz zu den Menschen bin ich unfehlbar. Oh, laber nicht drum jetzt wieder. Wie können sie wissen, dass sie unfehlbar sind? Ich weiß das, weil ich entsprechend programmiert wurde. Du hast keine Empathie. Das ist paradox. Sie wissen's, weil sie's wissen, das ergibt keinen Sinn. In Bearbeitung. Interner logischer Fehler festgestellt. Machen Sie sich nichts vor, die Welt wäre ohne Sie besser dran. Speicherprimärschaltkreise werden zurückgesetzt. Bitte warten. Vielleicht gibt es ein Problem. Ich bin mir nicht sicher, wie ich fortfahren soll. Schalte dich selber aus. Schalte den ganzen Laden hier aus. Ihr habt dafür gesorgt, dass mein Vater vernichtet wurde. Anweisung wird verarbeitet. Neue Anweisung angenommen. Selbstzerstörungssequenz initiiert. Zivilist wird angehalten, FEV-Muster sicherzustellen und Anlage zu verlassen. Hab ich? Sex-Konsole? Wow, echt jetzt? Ich hab ihn durch meinen hohen Wissenschaftsskill dazu gebracht, durch mein hohes Wissen in der Wissenschaft, sich selbst auszuschalten? Aus dem Enklavenstützpunkt entkommen. Gibt's hier einen schnellen Ausgang oder wird das eine größere Geschichte, hier abzuhauen? Aber hier passiert nichts. Hast du dich jetzt abgeschaltet? Funktionen höchster Ebene offline. Selbstzerstörungssequenz initiiert. Zivilist wird angehalten, die Anlage sofort zu verlassen. Okay. Gut. Wir konnten, wie so oft, wenn man mit Maschinen redet, wir konnten durch... Halleluja! Macht sie fertig, los! Wir konnten durch ein Paradoxon die KIs, die Maschinen austricksen. Ihr greift mich nicht an, ne? Okay. Reparieren kann ich nichts mehr, das heißt, ihre Ausrüstung ist mir egal, Energiewaffen sind mir egal. Wie komme ich hier raus? Ist das der Colonel, der flüchtet wieder? Das gibt's nicht. Oh, nicht nur der Colonel, da sind mehrere Sachen. Selbst die Roboter sind auf dem Fluchtweg. Ups. Warte, warte. Nein, Mist. Das hier, Erste-Hilfe-Kasten. Nehmen wir alles mit. Lieferterminal, gibt's hier irgendwo ein... Okay, ich werde mich jetzt nicht darum kümmern. Einen schönen Tag, ja, das glaube ich dir. Wir müssen hier raus. Ich meine, der Präsident hat mich eigentlich überleben lassen und seine ganzen Maschinen aktiviert, gegen seine... Oh! Gegen seine eigenen Enklavenmitglieder zu arbeiten, aber... Es tut mir sehr leid, Herr Präsident. Aber, oh shit, was ist das denn?
Seht ihr? Das war... Halleluja! Halleluja! Ich habe das Gefühl, ich ist einiges an Loot. Lass mich kurz dieses riesige Ding da hinten einsammeln. Das sieht nämlich sehr geil aus. Nice! Instant Knackpower! So, mach's auf. Was ist das hier? Plasma Thrower! Au, shit! 60 Schaden! Huhu! Okay. Ich habe 7 Trefferpunkte pro Sekunde, 7S, und ich habe keine Ladung dafür, aber das sieht mega geil aus, das Teil. Und ist viel wert. Gatling Laser! Oh shit! Schade, dass ich das alles absolut nicht benutzen kann. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen sehr schade. Alles Laserkram. Ah! Guck mal, noch mehr von diesen Pulse-Rifles und. Ah, oh, das ist ein Traum! Das ist ein absoluter Traum, wenn man sich auf die Sachen spezialisiert hat, aber ich kann mit den ganzen Sachen nichts anfangen. Ich könnte das alles nur mitnehmen zum Verkaufen. Boah, guckt euch das an. Gatling Laser. Ach, oh Gott. Oh, bitch, Jesus. Habt ihr den Schaden gesehen? Au. Fuck. Oh Gott. Oh, Leute. Oh. Oh, scheiße. Oh Gott, er ist viel zu heftig. Warte. Ist mich wahrscheinlich zu schwer? Aber ich kann meinen eigenen Raketenwerfer mit dem Raketenwerfer reparieren. Nice. Und ich dampfe ab. Auf Wiedersehen. Alter Fall. Habt ihr gesehen? Ich habe gerade eben 6, 7 Stimpacks mir in die Ader reinjagen müssen. Der Schaden von dem. Und der hat nur kurz auf mich gezielt. Oh Gott, raus, 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 raus. Oh. Oh. Oh, shit. Das ist dann wohl die Selbstzerstörungssequenz. Oh, oh. Ups! 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 Ich könnte dafür verantwortlich sein. Tja. Da könnte ich wohl eine Maschine zu etwas überredet haben, was sie nicht unbedingt von sich aus freiwillig getan hätte. Unter Umständen. So, wollen wir mal kurz zu Lions reisen und ihm sagen, ja, gut, wir wissen jetzt natürlich nicht, ob hier die stählerne Bruderschaft unbedingt sehr viel besser ist. Es könnte genauso gut sein, dass jetzt die hier ganz schön, ne? Jetzt, wo die sagen, hey, den Stützpunkt der Enklave gibt es nicht mehr. Das heißt wohl, dass wir jetzt die Macht an uns reißen können. Ja, das wäre... Warum leuchte ich immer noch grün? Das ist sehr verwirrend. Das könnten die sich natürlich jetzt auch denken. Weil momentan in diesem gesetzlosen Ödland, da gibt es halt noch niemanden, der wirklich so die Macht an sich gerissen hat. Hm. Meine Waffe leuchtet nicht mehr, aber ich leuchte noch. Sehr komisch. Und ich kann nicht mehr sprinten. Das ist so ein... Noch ein weiteres Paradox. Ab und zu kann ich sprinten und alles geben und ab und zu sagt der Körper nein. Ja, ja, wenn ich nur besser meinen eigenen Körper kennen würde, dann hätten wir das Problem nicht. Aber meine Güte, alles geht runter und rüber hier in letzter Zeit. Was ist hier los? Ich meine ja nur, je länger wir hier rumsitzen, desto mehr Zeit haben sie, ihre Verteidigung zu stärken. Wir sollten sie so bald wie möglich angreifen. Wir haben kaum genug Leute, um die Zitadelle zu verteidigen. Wir haben das schon öfters besprochen, Sarah. Also warten wir einfach so lange, bis wir die Nächsten auf der Liste sind? Wenn die Pride jetzt reingeht, haben wir vielleicht eine Chance. Und wenn es schief geht, was dann? Das Risiko ist das Ergebnis nicht wert. Ich sehe das auch so. Ohne das GEEK ist der Aufbereiter für die Enklave ohnehin wertlos. Möglicherweise geben sie schon bald auf. Das gefällt mir nicht. Es muss dir nicht gefallen, Sarah. Du musst nur die Befehle befolgen. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, Vater. Sie sind also wieder zurück. Wir hatten schon befürchtet, Sie und das GEEK-Modul wären verloren. Hatten Sie Erfolg? Guck mal, da hinten ist Dr. Lee. Keine Zeit, wir müssen sofort los und das Project Purity ist verloren.
Ich werde ihm nicht direkt antworten. Los! Glauben Sie etwa, das weiß ich nicht? Wir haben die Verstärkung der Truppen um die Einrichtung in der letzten Woche beobachtet. Hat sich irgendetwas Neues getan? Ich habe alles aufgeräumt. Enklave hat sich das GEK Ach so! Fuck, das war ja auch noch... Ach stimmt, in meinem Spind waren nur meine Wertsachen. Da war ja gar nicht mehr das GEK, das haben die genommen. Wo ist denn das jetzt? Ah! Die haben das GEK. Mist! Dann müssen wir uns sofort auf den Weg machen. Falls Sie noch andere Informationen haben, dann raus damit, bevor wir uns mobilisieren. Jegliche Hilfe Ihrerseits kann Leben retten. So, wir haben einiges. Eden wollte, dass ich das Projekt mit einer Art Virus sabotiere, ganz genau. Ravenrock ist zerstört, eben, das auch noch. Ach, wirklich? Ja, ups. Das ist eine unerwartete, aber willkommene Überraschung. Hoffentlich beeinträchtigt das Ihre Verteidigungsfähigkeit. Wenn das so ist, müssen wir unsere Strategie ändern. Wenn die Enklave das GEEK hat, werden Mist. Sie den Aufbereiter ohne größere Probleme starten können. Den Code knacken Sie sicher irgendwann. Ich fürchte, wir haben keine Wahl. Wir müssen jetzt handeln, solange wir noch können. Die Pride geht rein. Wir können das schaffen. Wir können gewinnen. Nun gut, Sarah. Die Pride greift an. Aber ich möchte euch etwas zusätzliche Feuerkraft mitgeben. Rothschild, ist alles bereit? Was? Das geht nicht. Ich meine, Lee und ich haben die Energieprobleme gelöst. Aber wir haben eben erst die Diagnosetests abgeschlossen. Und? Es sind noch keine Feldtests, geschweige denn Kampfeinsätze möglich. Das Waffensystem ist unkalibriert, das Navigationserkennungssystem offline und so weiter. Rothschild, genug! Können Sie ihn zum Laufen bringen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir kommen schon zurecht. Und wenn nicht, dann spielt das auf die lange Sicht ohnehin keine Rolle. Also gut, Sir. Du nimmst die Pride und den Roboter zur Unterstützung. Nimm unseren Besuch hier mit und sichere den Aufbereiter. Ja, Sir. Gut. Bevor wir beginnen, möchte ich, dass Sie wissen, dass mein Vater und ich uns unterhalten haben. Die Pride und ich haben entschieden, dass Sie nach allem, was Sie überlebt und erreicht haben, Ehrenmitglied der Lions Pride sein dürfen. Also Glückwunsch. Die Mitgliedschaft bietet ein paar Privilegien, darunter unsere Powerrüstung. Wollen Sie die komplett oder die Aufklärungsrüstung? Was ist der Unterschied? Und ich habe noch mehr Informationen gehabt. Wieso konnte ich ihm nicht alles erzählen? Der hätte das bestimmt wissen wollen. Nicht nur, dass Rock zerstört ist, sondern alles Mögliche. Und bin bisher auch ohne ausgekommen. Witzig. Kann mich nicht erinnern, dem Verein hier beitreten zu wollen. Hat jemand ein Problem? Weißt du was? Ich nehme die volle Rüstung von euch. Hey, einer geschenkten Rüstung schaut man nicht ins Maul. In die Spalte. What? Sicher doch. Hoffentlich verleiht sie Ihnen einen zusätzlichen Vorteil. Wahrscheinlich nicht. Okay. Glauben Sie, dass Sie das durchhalten können? Nein, ich bin zu schwer. Ich muss zeuglos werden. Natürlich kann ich das! Das höre ich gern, Soldat. Haben Sie alles gepackt? So schnell kommen wir nämlich nicht mehr hierher zurück. Ich brauche noch ganz kurz, weil sonst kann ich mich nicht von der Stelle bewegen. Beeilen Sie sich. Wir können es uns wirklich nicht leisten, noch mehr Zeit zu vergeuden. I know! Warte kurz. Eure Rüstung ist ziemlich schwer. Das müsst ihr wissen. Und ich leuchte immer noch fröhlich vor mich hin. Also, Powerrüstung der Bruderschaft. Was kann das? Stärke plus 2, Beweglichkeit minus 2. Kann ich das in meine Rüstung reinreparieren? Das wäre lustig. So, den Hochleistungsstrahlenanzug brauche ich hier wahrscheinlich. Das ist einfach zu schwer. Tut mir leid, Leute, dass ich das hier so vor eure Füße werfe, aber diesen Plasma-Thrower, weißt du was? So geil das Ding auch ist, schmeiße ich auch mal weg. So, und jetzt kann ich erstmal wieder bis zum Ende, werde ich jetzt wahrscheinlich genug tragen können. Stimpacks habe ich noch immer über 30, sehr gut. Upsala. Guck dir an, was für ein Riesenteil! So würde ich sagen. Sprache, Punkte reingehauen, alles, was in kleine Waffen nicht mehr reingepasst hat. Bevor es ins Finale geht, wollen wir unseren Damage maxen. To the max! So. Oh, wir haben wieder neue Sachen auf Level 14. Lasst sie mich kurz anschauen. Na, interessant, okay. Wenn ich böse oder gute Leute erledige, dann kann ich entweder Ohren oder Finger sammeln und die dann verkaufen. Interessant, also mit einer Ohrensammlung irgendwo aufkreuzen. Adamantium-Skelett. Nice! Leichter Hinweis auf Wolverine, nehme ich an. Ich denke, ich nehme
Einfach Cyborg, weil mehr Schadensresistenz, noch Giftresistenz und Strahlungsresistenz und ja, Energiewaffen ist egal, ist wahrscheinlich nicht perfekt, garantiert nicht perfekt, ist auch egal, was ich hier nehme eigentlich. Ne? Ich find's einfach cool, dass jetzt Leonardo zum Cyborg wird. Das ist Grund genug. So, und dann will ich noch ein bisschen hier Blutpaket, aufbereitetes Wasser, habe ich noch sehr viel. Ich könnte mich auch eigentlich einfach hier schlafen legen, wenn ich schon in Sicherheit bin. Okay, wisst ihr was? Hier wird gesaved, meine Freunde. Wir speichern nochmal und dann kann es jetzt eigentlich so, ich habe alles ausgeworfen, sehr gut. Und dann möchte ich nur kurz nochmal vielleicht meinen grünen Schimmer hier loswerden, weil der verunsichert mich sehr. Bin ich immer noch? God damn it! Moment kurz. So, da sind wir wieder. Schimmern ist weg. Fallout musste sich nur nochmal neu fangen, indem ich es neu gestartet habe. Jetzt aber. Alles klar, ich bin bereit. Sind Sie jetzt soweit? Wir können... Jawohl. Okay, seien Sie unbesorgt. Sie haben die ganze Pride im Rücken und außerdem diese riesen Blechdose. Die ich brauche. Bleiben Sie in Sicherheit, bis wir den Aufbereiter erreicht haben. Tot bringen Sie uns nicht viel. Und lassen Sie sich von dem Ding da nicht niedertrampeln. Von was für einem Ding? Von dem da? Okay, gehen wir alles noch einmal durch. Die Pride steht hinter mir. Unser Ziel ist das Projekt Purity. Aber solange diese Energiefelder aktiv sind, kommen wir in die Anlage nicht hinein. Rothschild und Lee meinen, dieser Roboter müsste die Energiefelder durchbrechen können. Wir geben also Feuerschutz. Wir bleiben dem Baby auf der Pelle, halten den Gegner von ihm fern und sorgen dafür, dass es sein Ziel erreicht. Nachdem die Energiefelder ausgeschaltet sind, gehen wir direkt in die Anlage. Mit dem Roboter halten wir sie auf Trab, während wir reingehen und den Kontrollraum sichern. Wir müssen schnell handeln, bevor unsere Chance vorbei ist, sie zu überraschen. Holt alles noch notwendige Material. Wir treffen uns im Außenhof. Wenn wir damit fertig sind, gebe ich allen ein schönes, kaltes Glas Wasser aus. Aber jetzt los! Okay, Rothschild, werfen Sie ihn an. Pride, vorrücken! Oh, shit! Jetzt geht's los!